Albatros D2, Mercedes -Rhein motor und ein sehr moderates FM. Ähm, auch das Ground Handling, Start, Landung, sehr einfach mit dieser Maschine. Tolle Einsteigermaschine, das gilt für die ganze albatros serie aber man sollte diese Flugzeuge nicht unterschätzen. Sie sind sehr beweglich im Turnfight und es ist eine tolle Maschine und man kann auch mit dieser Maschine wirklich auf Augenhöhe gegen diverse Gegner kämpfen, ist nicht unbedingt der schnellste Steiger, das äh, nicht, kann man nicht sagen, aber vom Handling her eine tip top Einsteigermaschine, die brandgefährlich ist und die man auch als Gegner nicht unterschätzen sollte, die ganze Albatross-Serie, also diesen Flieger nur auf den reinen Einsteigerflieger zu degradieren, ähm, das wäre Quatsch, das würde so nicht stimmen, sondern das sind wirklich tolle Allrounder, die man kultivieren muss, aber wo man sich auch in allen Lagen eigentlich sehr zufrieden mitfühlt mit dem Handling dieser Maschinen.